Moin zusammen und willkommen zurück zu unseren Coding Challenges. Heute mit der dritten und dem Kartenmaximum. Das Kartenmaximum, ja, was bedeutet das? Ja, ist eigentlich relativ simpel zu erklären. Ihr bekommt wieder mal eine Liste mit verschiedenen zufälligen Zahlen. Achtung, immer unsortiert, es gibt dieses Mal kein Sorted oder sowas. Und ihr sollt das Kartenmaximum berechnen, wobei K euch natürlich auch gegeben ist. Das hört sich jetzt zwar zunächst einmal doof an, weil man nicht viel machen kann, könnte man jetzt vielleicht denken, aber mir sind schon spontan mindestens zwei Lösungswege eingefallen, die man hier gehen kann, und für euch ist wahrscheinlich jetzt interessant, wie effizient sind die jetzt, oder das sollte für euch interessant sein, wie effizient sind die und zunächst einmal natürlich auch, wie berechne ich das hier. Das heißt, ich wünsche euch viel Spaß beim Programmieren und ja, zur Lösung ganz kurz, wieder mal selbes Format. Wir machen das Ganze hier folgendermaßen wieder. Die Lösung kommt in JSON über ein Token mit der Lösung drin. Also da muss natürlich dann das Kartenmaximum rein. Also wirklich die Zahl, nicht der Index dieses Mal. Das Ganze schickt ihr dann wieder per JSON und per Post-Request an Solutions. Achtung, wieder die URL kann sich natürlich auch wieder ändern. Solltet ihr aber mittlerweile gewöhnt sein. An Solutions 3, da schickt ihr einen Post-Request hin, deswegen funktioniert das hier nicht, weil nur Post erlaubt ist, Get ist nicht erlaubt. Und dann bekommt ihr natürlich hier ja, eine Rückmeldung. Die Rückmeldung beinhaltet entweder einen Error, wenn ihr einen Fehler gemacht habt, sprich wenn es nicht das Kartenmaximum ist, einen 404-Error. Achtung, auch hier wieder meine Anmerkung, am Ende steht ein Slash, ganz wichtig. Dann ein, keine Ahnung, 403, wenn ihr eine Method not allowed, also wenn ihr einen Get-Request statt einem Post sendet. Oder wenn ihr es erfolgreich schafft, kommt Success zurück. Ja, achtet auch darauf, dass das Ganze wieder valides JSON ist, aber das sollte eigentlich mittlerweile klar sein. Und hat, glaube ich, auch letztes Mal ganz gut funktioniert. Ich stehe natürlich auch jederzeit in den Kommentaren zur Verfügung, wenn ihr irgendwelche Fragen oder sowas habt. Und nächstes Mal, beziehungsweise nein, halt stopp, postet dann eure Zeiten hierher und ich bin gespannt, wie sich die Zeiten wieder mal von unterschiedlichen Sprachen unterscheiden. Das fand ich auch immer eine super Sache. Und ja, nächstes Mal dann wieder mal die Auflösung, wie wir das machen können. Wie gesagt, ich habe jetzt schon zwei Lösungswege im Kopf und ich bin mir sicher, da wird vielleicht, oder es könnte sein, dass dann noch einer kommt. Und da könnt ihr dann natürlich auch sehr, sehr gerne wieder euren Code posten. Und da, ja, das wär natürlich wieder super. Okay, alles klar, dann war's das von meiner Seite. Wir hören uns bei der Auflösung wieder. Achso, und schaut immer in die Beschreibung rein, da steht vielleicht noch mehr. Bis dann, ciao!